Hallo, hier sind mal wieder eure Kiki und euer Christian. Hallo. In diesem Video geht es um Trinkwasser. Uns ist vor ein paar Tagen bewusst geworden, dass das vielleicht auch für euch ganz interessant sein könnte, was wir so in den letzten Jahren da recherchiert und gemacht haben. Und zwar hat es damit angefangen, ich war ja auch mal jung blöd. und unvernünftig als Student, so zu der Zeit, als ich Kiki gerade kennengelernt hatte. Und da habe ich ziemlich ungesunde Sachen getrunken, zum Beispiel. Er ist morgens aufgewacht und hat als erstes Cola-Mix getrunken. Und Chips gegessen. Aber zum Glück habe ich Kiki kennengelernt, die mein Bewusstsein ein bisschen geändert hat. Und von da an habe ich etwas mehr Wert auf die gute Ernährung gelegt. Und unter anderem sind wir dann dazu übergegangen, diese Getränke wie Eistee oder Flaschensäfte oder Cola-Mix-Getränke so langsam bleiben zu lassen und sind dann auf stilles Wasser übergegangen. Der Auslöser dafür war aber auch ein Buch, die Kiki hat es hier. Mhm. Kannst du mal sagen, von wem das ist? Nein. Versuch's. Von Dr. Batmangelici? Nein, keine Ahnung. Jedenfalls heißt das Buch, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Und ich hatte das Buch damals gekauft, weil ich die Hoffnung hatte, dass mein Heuschnupfen dadurch besser wird, weil ich ja nicht krank bin, sondern nur durstig, aber es lag wohl nicht am Wasser. Ich hatte den Heuschnupfen danach immer noch. Es lag an einem anderen Getränk. Jedenfalls haben wir ab dann eigentlich ganz viel Wasser nur noch getrunken. Anfangs waren es so diese PET-Flaschen von Lidl und Co. Die ganz gesunden. Die ganz ungesunden natürlich. Genau, weil wir dann natürlich, also irgendwann sind wir drauf gekommen, dass da ja Weichmacher drin sind. Das wusste man am Anfang gar nicht. Und Kiki hat ja auch neulich einen Artikel dazu geschrieben. Genau. Also Weichmacher sind unvorteilhaft. Genau, und dann sind wir eigentlich ganz schnell umgestiegen auf Glasflaschen. Aber irgendwann war uns diese Kistenschlepperei echt zu blöd. Und dann haben wir irgendwann angefangen, einfach nur Leitungswasser zu trinken. Mit einem nicht immer so guten Gefühl. Vor allem, als wir dann umgezogen sind in ein ziemlich altes Haus, habe ich mal beim Wasserwerk angerufen und gefragt, kann ich das eigentlich trinken, was aus dem Hahn kommt? Und die meinten dann auf jeden Fall, das wäre die gesündeste Variante, Wasser zu sich zu nehmen. Aber ich habe dem Fried doch nicht getraut, weil die Leitungen doch recht alt sind und der Weg vom Wasserwerk zu uns ziemlich lang ist. Und dann habe ich mich mit dem Thema Wasserfilter beschäftigt, was ziemlich lange gedauert hat. Und mich dann schließlich dafür entschieden und auch Kiki davon überzeugt, dass wir uns einen Aktivkohlefilter unter die Spüle bauen. Und wenn man der Werbung glauben darf, da werden dann die Pestizide und irgendwelche Medikamentenrückstände etc. zu weiten Teilen ausgefiltert, sodass man, vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, da Quellwasser aus dem Wasserhahn bekommt. Und den haben wir jetzt seit Jahren im Einsatz und damit jetzt auch endlich ein gutes Gefühl, dass das, was da aus dem Hahn rauskommt, trotz alter Leitungen und so weiter, also wirklich auch zumindest mal nicht schädlich für uns ist. Und also wir trinken das nicht nur, das Wasser, sondern wir benutzen es auch zum Kochen. Und also ich wasche zum Beispiel auch Obst und Gemüse jetzt mit diesem gefilterten Wasser ab. Und die Sache ist eigentlich relativ unkompliziert. Also selbst jemand, der sich gar nicht so handwerklich auskennt, wie zum Beispiel ich, der kriegt einfach unter die Spüle, montiert das Ding zwischen den Wasserzufluss und den Wasserhahn, der schon da ist, und man bekommt da so, zumindest bei unserem Modell, so ein Zweitwasserhahn. Hat man also zwei Wasserhähne oben an der Spüle. Einer, da kommt Trinkwasser raus, einer, da kommt Spülwasser raus. Und teuer ist es. Also unsere heißt übrigens Carbonit Vario Classic, unser Aktivkohlefilter. Genau, kostet so ein bisschen weniger als 300 Euro. Und man braucht alle halbe Jahr eine neue Patrone für ungefähr 35 Euro. Und wir haben es mal ausgerechnet, also wir sparen jetzt mindestens 500 Euro im Jahr. Also das ist ja so ein angenehmer Nebeneffekt im Vergleich, muss man aber auch sagen, zu diesen Glasflaschenkästen. Zu Plastikflaschen haben wir es jetzt gar nicht ausgerechnet. Grundlage, wenn wir jetzt als Familie 2 Liter trinken würden, aber wir trinken natürlich mehr am Tag. Also wir sparen wahrscheinlich mehr als 500 Euro. Wir haben uns dann aber, weil wir bequem sind, später dazu entschieden, dass wir uns einen Wasserhahn kaufen. Der hat ein 3-Wege-Wasserhahn. Genau, der hat 2 Hebel. Ein Hebel Trinkwasser, ein Hebel Spülwasser. Jetzt haben wir nur noch einen Hahn, das ist irgendwie angenehmer. Und wir haben darauf noch geachtet, das war auch so ein Projekt wieder,
Wasserhähne haben oft irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, noch so Blei drin. Und was passiert eigentlich, wenn man Wasser durch Blei irgendwie durchläuft? Kommen da irgendwelche Bleirückstände rein? Jedenfalls haben wir jetzt einen gekauft, wo der irgendwie komplett aus Edelstahl ist, ein bisschen Plastik noch dazu, aber ansonsten, also der auch relativ gesund ist, hoffen wir. Das ist jetzt so unsere optimale Lösung, die wir gefunden haben. Genau, und zu Hause war das dann jetzt auch dann kein Problem. Wir halten einfach unser Wasserglas, unser Glas unter den Wasserhahn und füllen Wasser rein. Aber dann gab es ja dann das Problem mit unterwegs. Wenn wir jetzt unterwegs sind, wie transportieren wir jetzt unser Wasser? Da hat man zuerst, ich erinnere mich, Plastikflaschen, ganz am Anfang. Ja, aber also feste Plastikflaschen, ja. Wo wir gedacht haben, da können keine Weichmacher drin sein. Aber nach ein paar Jahren hat der Hersteller dann veröffentlicht, sind Weichmacher drin, schön. Dann hat man solche Aluflaschen von SICK, von dieser Firma SICK. Aber irgendwie... Also da ist immer die Beschichtung kaputt gegangen. Wenn man da reingeguckt hat, dann war da irgendwie die Beschichtung ab an manchen Stellen. Vielleicht durch Kohlensäure, Fruchtsäure. Wir haben ab und zu auch mal Saftschorle reingetan. Und dann waren immer die Öffnungen so klein, da kam man auch gar nicht so richtig rein zum Putzen. Und es hat irgendwie gestunken. Ja, nach, also, aber jetzt, ja, ich glaube, es lag nicht nur am Waschen, es lag, glaube ich, auch an diesem Aluminium jedenfalls. Also die haben wir dann auch irgendwann bleiben lassen. Ich weiß gar nicht, Glasflaschen haben wir nie verwendet. Die sind so schwer und auf einer Wanderung, die fällt auch mal runter. Gerne Kiki vor allem. Und dann haben wir da die Scherben. Also haben wir uns was anderes überlegt und sind dann schließlich zu Edelstahl gekommen. Das war auch so ein größeres Projekt. Edelstahlflaschen haben zumindest unsere keine Beschichtung und sie sollen keine Stoffe an das Wasser abgeben. Also man schmeckt es auch nicht, also in diesen Edelstahlflaschen schmeckt das Wasser also wirklich ganz neutral. Und wir haben uns da für die Marke Clean Canteen entschieden. Die Kiki hat ja auch mal was zum Edekaro halten. Naja, 800 Milliliter passt da rein. Und für die? Das ist unsere eigentlich so eine kleinere. Aber für uns war es natürlich auch wichtig, dass die Kinder nicht diese Plastikflaschen dann hatten zum Trinken. Die haben dann halt auch von Clean Canteen so eine kleine Flasche bekommen. Und was ganz gut ist, entschuldige hier. Genau, der Deckel hier, der ist zwar aus Plastik oben, aber unten ist ein Edelstahl. Und wenn man den jetzt hier in die Flasche reinsteckt, so, dann kommt also das Wasser wirklich nur mit Edelstahl in Berührung. Und das war einer der Gründe, warum wir uns auch dafür entschieden haben. Und die Dinger sind total leicht und sie sind auch fast unkaputtbar. Also natürlich fallen die auch mal runter, dann haben sie eine Beule. Aber da ist also keine Beschichtung drin, kann nichts kaputt gehen. Sieht halt nicht mehr so schön aus wie vorher. Aber die Dinger haben Stil und sie halten, denke ich mal, auch ein Leben lang. Was gibt es da noch dazu zu sagen? Die gibt es in allen möglichen Deckeln. Die gibt es auch mit reinen Edelstahldeckeln. Korkdeckeln, glaube ich. Zumindest oben drauf. Also kann man bei Kiwanta, ist der Shop unseres Vertrauens, machen wir jetzt ein bisschen Werbung dafür, einfach weil wir davon überzeugt sind. Die haben auch echt noch tolle andere Produkte, finde ich. Die wachsen immer weiter. Also lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Link hier unter dem Video, beziehungsweise auch auf unserem Blog haben wir die Produkte auch einzeln dann verlinkt. Genau, was auch noch so ein Manko war, wir haben immer so eine Thermos, wie heißt das, Thermoskanne? Mhm. Also zum Mitnehmen auch, die sah so, ja, weiß auch nicht, die war so schwer und die Innenbeschichtung hat auch ein bisschen komisch gerochen, wahrscheinlich auch Aluminium, die haben wir jetzt auch ausgetauscht gegen eine. Der Deckel natürlich, wo man draus getrunken hat, war innen Plastik, wo man dann das heiße Getränk schön reinfüllt und alle schönen Plastikstoffe da in den Tee übergehen dann. Genau, das heißt ja, dass wenn man zum Beispiel so eine PET-Flasche im Auto im Sommer liegen lässt, und die Sonne scheint drauf, dass dann das Material noch mehr reagiert mit dem Inhalt und dann ist bei der Thermoskanne wahrscheinlich ähnlich. Jedenfalls gibt es auch von Kiwanta so eine Edelstahl-Thermoskanne jetzt. Die durften wir ausprobieren und auf dem Weihnachtsmarkt hat die sich gleich mal bewährt. Und natürlich haben wir auch einen Edelstahlbecher jetzt genommen und keinen Plastikbecher mehr. So. Also ist auch das Problem für uns jetzt beseitigt, dass also wir kriegen das saubere Wasser aus dem Hahn, gesund, ohne irgendwelche Schadstoffe oder mit möglichst wenig Schadstoffen. Und wir tun auch durch die Verpackung, durch die Flaschen jetzt nicht irgendwie noch Schadstoffe wieder hinein. Ja, dann bleibt aber noch eins, und zwar Wasserenergetisierung. Damit haben wir uns noch nicht so viel beschäftigt. Oder gar nicht vielleicht auch. Also wissen wir auch, dass es ein Thema ist, weil irgendwie aus der Quelle kommt das Wasser ja anders jetzt als bei uns aus dem Wasserhahn.
ist vielleicht eins unserer nächsten Themen. Aber wir haben schon angefangen. Genau, wir haben so eine, wie heißt die, Flaska-Flasche aus, die soll, ist aus Glas, also ist nur für daheim, die soll das Wasser energetisieren. Okay, also haben wir kein Know-how dazu, wollten wir aber auch mal erwähnt haben. Ja, wir hoffen, eins habe ich noch, genau, bei diesen Filtern, also wir haben uns für einen Aktivkohlefilter entschieden, wollte ich noch sagen. Es gibt aber auch andere Filterarten. Ich habe das wirklich recherchiert und ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie bin ich dann beim Aktivkohlefilter hängen geblieben. Es gibt auch Anlagen für mehrere tausend Euro, was da drin ist, weiß ich nicht. Aber so unsere Preisklasse, wir wollten da jetzt nicht so furchtbar viel Geld ausgeben, wir fanden knapp 300 schon viel. Da war das die optimale Lösung. Genau. Also, so viel zum Thema, wie wir unser Trinkwasser kriegen, bequem, ohne Kistenschlepperei, ohne Weichmacher, Alu und Co., ohne Schadstoffe, Medikamentenrückstände und so weiter. Also, genau, vielleicht konnten wir euch ein bisschen inspirieren, vielleicht habt ihr jetzt bald auch irgendwie so eine Edelstahlflasche bei euch stehen. Wenn ihr noch Plastikflaschen habt, würden wir es echt empfehlen auch. Ansonsten ist natürlich auch Glas eine Lösung, wenn ihr keine Angst habt, dass da was zu Bruch geht. Gibt es jetzt auch schon. Und darauf achtet, dass vielleicht die Deckel nicht aus Alu sind. Ja, genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, würden wir uns freuen. Gerne auch mal bei uns auf dem Blog vorbeischauen, gibt es auch einen Artikel genau zu diesem Video jetzt. Oder unseren Kanal hier abonnieren. Ja, dann Prost. Genau, Prost. Bis bald, ciao. Tschüss.